Und ja, der Aschesee heißt Aschesee, weil das hier alles Asche ist, auf der wir laufen. Das ist kein Sand. Das ist Asche. Die entstanden ist, als die Fürsten die Drachen bekämpft haben. Und sie die Bäume verbrannt haben zu Asche. So. Der Pfad führt uns in den Baum oder am Baum vorbei, wie man es nehmen will. Ich glaube, in den Baum rein. Ja. Und das sieht so schön aus hier. Mit den Lichtspielen und allem. Und der passende Musik. Ja, lasst mich, mir gefällt dieser Ort. Ein Leuchtfeuer und... Hallo, Feuerhüter Drache. Warum ich sage Feuerhüter Drache? Ganz einfach. Man erkennt Leuchtfeuer, die von einem Feuerhüter oder einer Feuerhüterin bewacht werden, daran, dass sie schon entfacht sind und schon auf Stufe 2 sind, also 10 Flakons geben. Und ja, er muss halt der Hüter dieses Feuers sein. Der immerwährende Drache, zu dem wir beten können. Hier könnten wir einen neuen Eid beitreten, der allerdings im Singleplayer nicht wirklich durchzuführen ist. Weil da müssten wir dann Gebiete anderer Spieler invasieren, glaube ich, und dadurch Drachensteine abzwacken. Oder wir müssen sie in unsere Welt locken. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. So, aber was wir machen können, auch wenn es ziemlich gemein ist, ihm den Schwanz abschlagen. So, dadurch wird er nicht aggro. Der Junge hat nämlich scheinbar keine wirklichen Lebensgeister mehr. Und ja, es könnte der Schädel, den wir da draußen gesehen haben, der könnte wirklich von einem immerwährenden Drachen sein. Gucken wir uns ihn mal genauer an. Also ja, sein Kopf würde passen, nur dass er halt kleiner ist als die anderen immerwährenden Drachen. Aber ja, er wird wahrscheinlich nur ein Nachfahre sein. Die anderen sind ja alle tot. Er ist sogar kleiner als Sief. Aber er hat uns ein hübsches Schwert hinterlassen. Genau, Großschwert, Drachengroßschwert. Dieses Schwert gehört zu den raren Drachenwaffen und entstammt dem Schweif des Steindrachens, des Aschesees, einem Nachfolger der alten Drachen. Wird es mit beiden Händen geführt, erfaltet es eine enorme mystische Kraft. Also ja, es ist der Steindrache vor uns, laut Beschreibung seines Schweifs. Und der ist ein Nachfahre der immerwährenden Drachen. So ist es ganz toll, wenn man die Drachenwaffen hat. So kann man nämlich einiges von der Story erfahren. So, und damit verlassen wir leider den Aschesee. Denn jetzt geht es in die Gemeinde der Untoten. Nee, halt. Kammer der Prinzessin. Ich möchte nämlich die Glut erst abgeben. So, wir können ja beim Gigantenschmied eine Glut abgeben. So, Sturzkontrolle. Brauchen wir Sturzkontrolle irgendwann nochmal? Wüsste ich jetzt nicht so wirklich. Ich würde fast schon gerne die große Zauberbarriere reinnehmen. Die können wir nämlich verdammt gut gebrauchen nachher, wenn wir im Add-on sind. So, erst einmal den da ausschalten. Mal wieder. Wow. Wow. Ja, genau, explodier. Und schlag mit deinem Schild zu. Genau, so habe ich das gern. So.
Auch wenn du jetzt da ein bisschen rumgehopst bist, haben wir dich trotzdem ziemlich gut töten können. Ja, die Royal Sentinels. Hallo, Silberritter mit Schwert und Bogen normalerweise. Lass mich in Ruhe. Ja, sehr unhöflich, aber trotzdem. Ich will jetzt erst einmal hier hoch. Hier runter. Und dem Schmied die Blitzglut, die Edelsteinglut geben. Wie komme ich immer auf Blitzglut? Blitz kann er von vornherein, weil er der Schmied von Gewinn ist. Ei, Schmiedkumpel. What's that? Shiny, shiny. Give me that. I make world shiny. Ja, das, die deutsche Übersetzung in dem Fall ist richtig genial. Ich mache aus deinen Waffen bling bling. Ja, Ghetto-Waffen. Nein, alles bloß das nicht. Ja, das verlässt mich nämlich immer vermuten, dass die Kristallglut einfach nur ein Gag ist. Dass man das dem Schmied bringt und er dann diesen Text sagt. Ja, und er hat, glaube ich, neue Sachen zu sagen. Ja, den Text hätten wir uns vorher schon holen können, nachdem wir die Nebelwände aufgelöst hätten. Da sagt er, weist uns nämlich darauf hin, dass der Herzog die Glut hat. Ja, mehr sagt er uns nicht. Außer wir reden nochmal neu mit ihm. Forge I can, strong I am. Okay, mehr kann er nicht sagen. Gut. Aber wir können bei ihm unsere Waffe mal verstärken, nämlich unseren Langbogen. Wenigstens um 1. Und mal kurz die Ausrüstung reparieren. Ja, zum Glück wird das meiste Zeug repariert, wenn es verstärkt wird. So. Damit haben wir das erledigt. Jetzt wollen wir zur Gemeinde der Untoten. Weil jetzt geht's ab ins Add-on. Und wenn wir das Add-on haben, dann fehlt uns nicht mehr viel. Dann fehlt uns nur noch der Boss in Neulondo. Dafür müssen wir uns aber erst einmal mit einem anderen Boss auseinandersetzen. Ja, du da kannst da ruhig rumlatschen. Und zwar müssen wir ja Artorias Grab in den Finsterwurzgarten finden. Den Finsterwurzgarten habe ich ja bis auf eine große leuchtende Tür schon aufgeräumt. Und dahinter wird sich wohl sein Grab befinden. Aber das kommt dann irgendwann als letztes. Also ja, ich möchte die vier Königin Neulondo. Ich kann ja, das ist ja schon kein Spoiler mehr, weil sowohl Ingvard als auch Framed uns darauf aufmerksam gemacht haben, Mist, Aufzug verpasst, dass die vier Könige in Neulondo unser Boss sind dort. Und dann gibt es nur noch den Weg weiter in die Dämonenruinen. Den mache ich dann aber nach dem Eton. Ach ja, und dann haben wir noch das optionale Drachental, aber das ist ein ziemlich kleines Gebiet. Gemeinde der Untoten. Das werde ich dann wahrscheinlich nach den vier Königen machen. So, kurz hier einloggen, dass wir volle Tränke haben. So, denn jetzt will ich euch erst einmal erklären, wie man ins Addon überhaupt kommt. Wir haben in Thieves Archiven einen Gegenstand gefunden, der unter Schlüssel fällt. Zerstörter Anhänger. Zerbrochene Steinanhänger, stark verzaubert. Eine Hälfte eines zerbrochenen Steinanhängers, die Rebe scheint aus Olakil zu stammen. Oder Olasil. Ja, und wenn wir uns erinnern,
Wir besitzen den, wir besitzen ja den Lichtzauber, den Lichtschein. Uralter Zauber des verlorenen Landes Olasil. Wirft grelles Licht auf die Umgebung. Diesen Zauber haben wir von Dusk bekommen, der Prinzessin von Olasil. So, an dem Anhänger, jedenfalls an der Beschreibung, ist ein Hinweis, dass es Reben aus Olasil gibt. Also ist die erste Vermutung, dass wir diesen Anhänger zu Dusk bringen müssen. Dummdi-dummdi-dai. Das heißt, wir müssen jetzt erst einmal wieder durch den durch das erste Teil des Finsterwurzgartens. So. Die können wir mittlerweile overkillen, was ich toll finde. Müssen wir durch einen kleinen Teil des Finsterwurzgartens. So. Und zwar hier runter. Ja, ins Becken. Genau, weil wir da ja Dusk gefunden haben und gerettet. Finsterwurz Becken. So. Und um mit Dusk zu reden, müssen wir menschlich sein. Das heißt, natürlich, dass wir hier runter müssen zum Leuchtfeuer, was die Verbindung zwischen dem Finsterwurzbecken und dem Drachental ist. Genau das Leuchtfeuer hier. Ein Menschlichkeitsgegenstand benutzen. Dum 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 dum. Gut. Ausführung umkehren. Wir sind ja schon ein paar Mal jetzt mittlerweile wieder gestorben seit dem letzten Mal. So, menschliche Gestalt. Und in der menschlichen Gestalt jetzt zu Dusk. So. Und so. Dummdi-dummdi-dumm. Dafür müssen wir uns erst einmal wieder durch die vier Prügelknaben von Kristallgolems hier kloppen. Die sind allerdings nicht mehr so hart wie die Kristallgolems in Seths Archiven. Ja. Genau. Tong. Genau, mit zwei Schlägen sind sie tot. Wenn ich sie treffe. So, erster Tod. Komm. Komm her. So, zweiter Tod. Da ist Nummer 3. Der fast keinen Schaden mehr an uns macht, weil wir so gut gepanzert sind mittlerweile. Oh. So, Nummer 3. Und da haben wir Nummer 4. Au. Gut, dann suchen wir mal Dusks Zeichen.
das hier jedoch komischerweise nirgends zu sehen ist. Gut. Wer sich jetzt nicht wundert, dass das weg ist auf einmal, der ist echt eine Schnarchnase. Deswegen gehen wir nochmal den Ort gucken, wo wir das gerettet haben. Dabei aber nicht in das Loch fallen in der Mitte. Also das Loch hier, wo die Hydra drin gewohnt hat. Sondern einfach dran vorbeigehen. Dann gucken wir mal, ob das vielleicht dort hinten irgendwo ist. Da hinten ist auf jeden Fall etwas. Also erst einmal sehe ich dort ein Item funkeln. Und ich sehe ein komisches, leuchtendes Etwas. Naja, leuchtendes übertrieben. Hier haben wir erstmal das Rüstung. Und dann haben wir hier ein komisches Leuchten.